Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Mindpath to Thalamus. Wir sind immer noch dort dran, wo wir es quasi schon mal gespielt haben. Das heißt, wir wissen ungefähr, was wir machen müssen. Die Betonung liegt auf ungefähr. Gehen wir da rauf. Wow. Holy shit. That's was knapp. Und so. Nice. Hallo Spiegel. Ja. Aha. Ich denke, kann ich auch wieder weg. Ah, stimmt. Das ist ja das gewesen mit, es gibt einen Spiegel und es gibt keinen Spiegel oder so ähnlich. Kommen wir da rauf? Nein, natürlich nicht. Und man kann auch nicht tricksen. Well, ich glaube, da einer ist mal aufgekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann so, dann so, dann so, dann so, und so, ist mir da jetzt übergekommen. Ja, nice! Und der Spiegel da drinnen braucht man gar nicht? Offenbar nicht! Ist nur ein Decoy. Also, Ablenkung. Ich finde halt einfach, es sieht so richtig geil aus, immer noch. Das ist so surreal. Das ist jetzt verdammt gut angekommen. Da haben wir schon wieder so eine blöde Stänge. Dann kommen wir mal da rauf. Was machst du? Lichtstrahl, dort hin. Irgendwo. Holy shit. Dann kommen wir mal zu dem Spiegel dort hinten. Mal schauen, ob wir zu dem ankommen überhaupt. Und falls nicht, ich meine, wir könnten im schlimmsten Fall können wir sich auch irgendwie aufbauen. Irgendwie so wahrscheinlich. Let's see. Nein, da kommen wir nicht rauf. Jetzt auch an der Stelle sein. Da kann man durch. Ich frage mich, wie viel? Soll man da draufstehen? Nein. Und ob es irgendwelche Anzeichen gibt, wo dass man jetzt tatsächlich durchkommt und wo nicht? So. Ha! Springen hilft. Springen hilft, sage ich ja. Okay, jetzt haben wir zwei von denen. Es fällt uns nur eine. Let's do it. Da kommt man rauf. Da auch, merkwürdigerweise. Also da drauf kommt man schon mal. Da drauf auch. Ah, kommt man. Ich bin der Rakete jetzt gerade runter. Es sieht aus, als würde ich aber keine. Ja, keine. Kommt man da denn über? Da kommt man über. Da kommt man nicht rauf. Okay. Da kommt man über. Kommt man da denn irgendwie rauf? Ich weiß nicht, wenn man da raufkommt. Muss ehrlich sein. Das ist merkwürdig. Vielleicht da noch weiter gegen in die Richtung? Tatsächlich. Okay. Jetzt bin ich schon mal da. Ah, und da komme ich rauf. Bei den unsichtbaren Stegen quasi. Ha! Gut! Kommen wir mit Mühe haben. Progress! Sehr viel Progress. Und abspringen. Ah, da hinten haben wir nochmal einen Spiegel. Let's do that Spiegel. Oh Gott, da ist das schön gewesen. Immerhin komme ich rauf. Wo kann ich aber? Da kann ich aber, okay. Dann kann ich vielleicht da nicht aber. Dafür da nicht. Und da auch nicht. Und da rauf. Nice. ja. Mein Gedächtnis ist manchmal doch nicht so schlecht wie auch schon. Oh, haben wir das gesehen, wie es zurückgegangen ist? Oder aufgegangen auf eine Art. Dass wir jetzt da rauf und dann sollte das gut sein. So, let's do it. Yes, nice. Und theoretisch kommen wir jetzt da oben entlang, aber das nützt uns ja nicht. Also gehen wir mal runter. Fump. Und
Nächster Spiegel, nächster Abschnitt vor dem surrealen Spiel. Ja. 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 Ah, jetzt sind wir wieder da. Stimmt. Das ist jetzt ja auch noch gehen. Was? Mind. Path to Talents. Stimmt, das ist ja nur mal quasi von einer Art Intro gewesen. Der Prolog. Und ich find's krass, wie die Buchstaben so in der Mitte stehen, also so in der Luft stehen. Ich liebe solche Effekte. Okay, also wir haben das Viech. Das heißt, irgendwo haben wir doch. Haben wir doch so eine komische. So eine komische Kugel gefunden, kann nicht. Wenn ich mich nicht täusche. Ich kann mich aber nicht an die Musik erinnern. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Ja. Gehen wir mal auf die andere Seite. Oder gehen wir mal da dazwischen durch, glaube ich. Da jetzt nicht. Gehen wir mal dafür. Irgendwas findet. Irgendwas. Something. Da kommen wir mal nicht weiter. Vorläufig. Da müssen wir das Zeug reinbringen. Was war mal rausgehend? Ja. Das heißt, irgendwo hat sie so eine komische Kugel. Wieder. Ich weiß einfach gar nicht wo. Vielleicht wenn man deine Fußspuren folgt. Vielleicht. Folgen wir einfach mal der Fußspuren. Ich meine, was kann schon schief gehen? Einmal Fußspuren, okay. Okay. Da hinten sind wir doch schon gesehen. Fußspuren? Hallo? Okay. Und es ist rot, da mal. Ich glaube, letztes Mal habe ich das Ding per Zufall gefunden und damals habe ich es mit Hirn gefunden, sagen wir es mal so. Indem ich der Fußspuren gefolgt bin. Krass. Oder ich weiß nicht, ob es letztes Mal schon Fußspuren gehabt hat. Es dunkelt mich ein bisschen, als hätte es letztes Mal, wo wir das gespielt haben, als wäre es noch auf eine Art in der Beta gewesen oder so. Und jetzt ist das Spiel komplett draussen. Es kommt mir viel vollständiger vor. Ich weiß auch nicht wieso. Well, wir kommen da nie wieder raus. Schön. Okay. Das finde ich lustig, dass sie es quasi neu geladen haben, aber es sieht immer noch fast gleich aus. Es ist ein bisschen heller geworden. Ah, jetzt sind wir in den Höhlen, wo man, glaube ich, wir haben irgendwas gesehen, wo rumläuft. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich bin nicht sicher, ob ich das nochmal witzig sehe. Nein! Nein, was machst denn du? Super. Wenn wir das Ding noch suchen. Da jetzt steif auf dem Boden. Ja, es gibt dieses Rennen da, glaube ich. Okay. Okay, okay, okay. Und es Licht. Und. Irgendwie bin ich stecken geblieben. Sehr interessant.
Oh, da haben wir einmal Dingensbumschens. Was haben wir denn da? Ich glaube, letztes Mal ist das nicht gesehen, oder? Oder doch? Ah doch, das ist das, wo ich dann nicht mehr richtig durchgekommen bin. Aber jetzt haben wir einen Teil von der Höhle einfach nicht gesehen. Ich denke, die werden nicht so viel geändert haben, dem Ganzen. Es wird Nacht. Jetzt können wir das Lüchti-Lüchti dort holen, wie letztes Mal. Lüchti-Lücht. Dann kann man in die Gegend rumlatschen und in der Dunkelheit. Wow, Jungs, das ist schon ein bisschen. Okay. Okay. Alles klar. Und das sieht aus, als könnte man es irgendwie aktivieren. Irgendwie. Oh. Vielleicht so. Ja, so. The source of light always came back. Was it true then that darkness can't exist without light? Maybe that was why it came back. I would find out the truth. Yes, you might. Might do that. Okay, man, it's a light source. Zurück können wir eh nicht mehr. Also, auch wenn ich hätte noch den Rest von der Höhle erkunden. Wobei, ich glaube, es ist doch auch noch dunkel gewesen in der Höhle, wo wir rausgekommen sind, ne? Also, wenn man dem Wasser weiter zurückfolgt, dass es dann heller, dunkler wird. Kann man schauen, ob das stimmt. Wahrscheinlich habe ich das im anderen, also wo wir das letzte Mal angefangen haben, als auch schon getestet. Aber ja, ist doch egal. Boinks, 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 boinks. Oh mein Gott. Es ist so hell. Stecker bleiben. Einfach weiter zurück. Also da sind wir reingekommen. Da ist es dunkel gsi und jetzt haben wir Licht. Und es ist zu. So. Ja, well. Dann gehen wir halt weiter. Kann man nicht machen. Oh. Gehen wir wieder raus. Und ich muss sagen, bevor man dann die andere Höhle erkundet, hoffe, es hat gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bleibt ein Like da, wenn nicht, dann eher weniger. Und ein Kommentar finde ich natürlich immer gut. Vor allem, wenn ihr halt, was halt eure Theorien sind, was in dem Spiel so abgeht. Aber eben nur, wenn ihr keine Spoiler habt, wenn ihr es schon wirklich wisst, dann kann das auch für euch behalten. Und ja, nächstes Mal immer die Höhle dahinter erkunden. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.